Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Heute erstens mit einem neuen Texture Pack, das ist das Misa HD Texturen Pack. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Skin reinmachen, habe ich dann aber auch wieder vergessen. Naja, man kann nicht alles machen. Und ihr seht, wir sind hier auf einer kleinen Map, die nennt sich die Trauminsel Map. Ist eine ganz schick, schöne Sache, Sprachfehler heute mal wieder. Und wir haben hier so eine kleine Map, das ist so ähnlich wie Skyblock, kann man sagen. Die können wir mal ganz kurz hier erkunden. Die ist so ähnlich wie Skyblock aufgebaut, nur halt deutlich größer. Und es ist halt einfach auch so eine Insel, die halt hier im Nirgendwo schwebt. Und wir haben hier 20 Aufgaben bekommen. Die Aufgaben stehen auch in der Beschreibung. Das wären so Aufgaben wie: Bau dir eine Workbench, bau dir ein Haus, bau dir ein Bett, bau dir eine Weizenfarm, erstelle 10 Brote, baue eine Melonenfarm, sammle 30 Melonenstücke, baue eine Kürbisfarm, sammle 10 Kürbisse, baue eine Kaktusfarm, sammle 30 Kakteen, erstelle einen roten Riesenpilz, erstelle einen braunen Riesenpilz, angle und brate 10 Fische, backe einen Kuchen, finde alle versteckten Tiere, 2 Schweine, 2 Schafe, 2 Kühe, ein Huhn, baue dir eine Tierfarm und züchte alle Tiere, baue dir einen Cobblestone-Generator, finde die 5 versteckten Netherracks und finde die 6 Diamanten. Also es wird von leicht immer schwieriger. Und ich höre hier auch die ganze Zeit schon Hühner, Schafe, Schwein, aber von Kuh habe ich noch nichts gehört. Naja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, hier diese kleine Ruine oder was auch immer das darstellen soll, sieht zumindest so aus wie so ein eingestürztes, verkommenes Haus. Würde ich gerne stehen lassen für den Anfang, weil es mir eigentlich recht gefällt, so wie das da steht. Das können wir mal ändern irgendwann noch. Aber jetzt im Augenblick würde ich sagen, wir greifen uns erstmal den Baum von hier oben. Und wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin, wie findet ihr eigentlich die Idee jetzt erstmal auch so im Let's Play mal? Mit dem Texture Pack hier, mit dem Misa HD Texturen Pack. Wie ihr das findet, wenn wir erstmal damit spielen würden, weil ich das Texture Pack eigentlich ziemlich geil finde. Ich hatte früher mal so eine kleine Abneigung dagegen. Aber naja, Zeiten ändern sich, Geschmack ändert sich. Wo ist eigentlich hier das Schaf oder das Schwein? Ich höre die ganze Zeit das. Also ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal eine Workbench. So, die geht bekanntlich so. Das wissen wir mittlerweile alle seit der ersten Folge. Wir können uns auch hier raus wieder ein Haus bauen. Ist das eigentlich symmetrisch? Warum meine ich nicht? Aber ich würde sagen... Zwang! Nein, komm. Wir bauen uns einfach ein Haus daneben. So macht man das nämlich, habt ihr es gesehen. Und dann würde ich sagen, baue dir ein Haus. Ich würde sagen, ich suche jetzt erstmal da oben, ob da Setzlinge rauskommen. Damit wir uns erstmal ein paar schöne... Ein Apfel, das ist auch gut. Damit wir uns erstmal ein paar schöne Dinge bauen können. Ist hier irgendwo ein Setzling runtergefallen? Nö, sieht nicht so aus. Mann, wo ist denn dieses blöde Schwein? Also, das muss ja nicht auch irgendwo eingesperrt sein, weil sonst könnte es ja sein, dass es hier irgendwo runterfliegt. Aber ich höre es die ganze Zeit schon. Also weit weg kann es nicht sein. Also es wird bestimmt irgendwo hier unten drunter eingeschlossen sein. Setzling. Hallo. Wäre auch bitter, wenn hier so ein Setzling einfach runterfallen würde. Der einzige ist... Nein, 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 bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, ich dachte, der wäre jetzt runtergefallen. Scheiße, das wäre übel gewesen. Das ist mir mal bei Skyblock passiert. Und da ist noch einer. Also, wie gesagt, ich habe den ersten Baum abgekratzt und da ist mir gleich der Setzling runtergefallen. Konnte ich gleich nochmal von vorne anfangen. Naja. So, jetzt haben wir 2 Setzlinge, die können wir jetzt gleich mal hier setzen. Einen dahin, wunderbar. Und dann können wir nicht gleich schon mal anfangen mit dem Haus. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal... so. Nein, so nicht. Und wie gesagt, wir bleiben mal, wie gesagt, was, ich sage immer wie gesagt, obwohl ich eigentlich das nie gesagt habe. Vielleicht mal irgendwie vor 20 Jahren, aber nicht jetzt. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bleibe erstmal bei 10 Minuten Folgen, weil ich das sonst zeitlich anders nicht hinbekomme und auch ist das auch viel bequemer für so für mich und für euch sicherlich auch, weil da kommen nämlich viel öfter Folgen. So, jetzt haben wir den Anfang schon weggekratzt. Ich glaube, solange die Bäume jetzt hier wachsen, können wir mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die Monster anhaben sollen, ich glaube nicht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wisst ihr was? Ich klaue mir hier ganz kurz mal ein bisschen Erde. Kann man immer gut gebrauchen. Ich habe ein Schaf gehört, wie es Gras gefressen hat.
Also wie gesagt, das muss irgendwo mal hier drin sein. Also ich habe mal eine ältere Version mal angetestet. Okay. Aber ich weiß, aber ich glaube, da hat sich doch einiges geändert, weil das Schaf. Ah! Was ist das denn? Ist das ein Schaf oder ein Schwein? Das ist ein Schwein, das sieht aber komisch aus. Okay, wie markieren wir uns das jetzt hier? Ich glaube, ich setze das einfach mal noch hier so einen Block hin, vielleicht. Ich hoffe mal, dass ich es erkenne. Achso, ich habe ja noch zwei Setzlinge, die können wir auch gleich mal hier irgendwo hinsetzen. Und hier. Und vor allem muss es ja dann irgendwo. Ich nehme noch mal ein bisschen Erde mit. Gerade um uns irgendwie irgendwo irgendwas zu tun. So, das erste Bäumchen ist schon wieder gewachsen, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt mal ganz kurz hier kurz in den Berg reinbauen oder in die Insel selber reinbauen, weil wir brauchen ja auch, hier müssen ja irgendwo versteckte Kisten sein. Achso, ja, ich kann ja mal hier schon mal abhaken, was wir eigentlich gemacht haben. Baue dir eine Workbench. Erledigt. So, wunderbar. Wisst ihr was, ich hole jetzt mal ganz kurz ich kann den mal hier kurz noch die ganzen Blättern abschlagen. Vielleicht kriegen wir da doch noch mehr Setzlinge dadurch. Ach, hier ist sogar noch ein kleines Bäumchen. Schön. Mir gefällt die Insel. Hier gibt es auch eine kleine Vorgeschichte. Vielleicht werde ich die sogar auch in die Beschreibung reinpacken. Werde ich machen auf jeden Fall, weil falls ich es nicht mache, habe ich es wieder vergessen, wie so öfters. Dann schreibt es einfach bitte ganz kurz. Hoppala, da ist er. Da ist. Nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Das wäre jetzt nämlich mega bitter, wenn das jetzt hier wegrennen würde. Wie mache ich das jetzt am besten? Das wäre jetzt mega bitter. Geh doch da weg. Nein, ich bin so blöd. Scheiße. Bitte nicht, komm schon, kleine Schweinchen, ich kann mal versuchen, ob ich irgendwie fest, nein, 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 komm schon, nicht darunter fallen, Hilfe, mein Schweinchen will sich umbringen, ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier das Schweinchen knallhart zu versenken, nein, 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 du blödes Schwein, jetzt komm doch endlich mal, bleib doch mal da oben, verdammte. Wieso habe ich mir gerade wehgetan? Komm schon, ich will doch gar nichts tun. Verstehst du mich denn eigentlich nicht? Höre auf mich, liebes Schwein. Ich habe bald keine Erde mehr. Hallo? Du dummes Schwein. Das bringt übrigens gar nichts, was ich hier mache. Jetzt komm doch, ich habe dir doch nichts getan, Mann. Ich werde dieses Schwein niemals fangen können. Ich merke es jetzt schon. Wehe, du springst hier runter. Ich werde dich sowas von killen. Autsch, wieso tue ich mir weh? Ich versuche das Schwein hier irgendwie zu versenken. So läuft das schon mal recht gut. Und wir haben das Schwein versenkt. Jawohl. Klasse. Boah, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wahr geworden. What the fuck, ey. Wieso tue ich mir weh? Ich glaube, die Schweine können mittlerweile auch angreifen. Nein, so war das nicht geplant. Ich habe das Gefühl, das Schweinchen wird uns doch entkommen. Naja. Ich wollte... Habe ich den Baum schon abgegrast? Echt? Ist das euer Ernst? Ist hier nicht gerade eben aus dem Baum gewachsen? Oder war das das hier, was ich gesehen habe? Naja. Shit happens. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal gerade ganz kurz. Nee, das bringt eigentlich gar nichts. Dann bauen wir hier einfach kurz am Haus weiter. Und dann beende ich auch gleich mal die erste Folge wieder. Ich habe mir das nämlich so vorgenommen, jetzt auch die Folgen langsam mal zu beenden. Weil das eigentlich immer ganz schön ist so. So, das Schwein ist jetzt erstmal wieder eingesperrt. Schweinesuizid war das gerade. Du wolltest unbedingt Schweinesuizid machen, ich weiß es doch. Meine Güte, die Schweine werden auch immer emohafter.
So, die Insel ist jetzt schon mal leicht umgegraben. Also hier ist nichts, ich habe zumindest mal nichts gefunden. Vielleicht ist ja hier drin irgendwie bei dem, wo das Schwein drin war, so eine kleine Kiste. Wäre ja cool. Scheint aber nicht so. So, damit beende ich jetzt auch die erste Folge. Es würde mir gefallen, wenn ihr ein Abo macht. Einfach um nichts zu verpassen. Einen Daumen nach oben oder irgendwelche Anregungen einfach in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.